I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, I can see but wonder what's in the world. Some people got a look. Some people think I can't solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human. I make mistakes. I'm only human. That's all it takes. Don't put your blame on me. Don't put your blame. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Also, das ist eine Hymne, das ist Kunst, Romantik, Leidenschaft, alles in einem. Katrin Menzinger, René Casselli und Ramon Rosselli. Dankeschön. So, jetzt muss ich, schaut mal hier, das ist für Katrin, grün für Katrin und rot. Dankeschön. Eine Frage, können wir da gehen, meine Füße, die brennen. Meine Füße auch. Meine Füße brennen so. Die Füße verbrennen. Ha. So, jetzt müssen, guck mal, jetzt du kannst auch einmal, küsst du doch mal. Oh ja. Willst du? Hallo. Kann ich einmal reinspringen? Später. Jetzt müssen wir, die, wir müssen hier müssen wir da auch mal erstmal vernünftig Hallo sagen, ne? Stimmt, ist ja. Geht's euch gut? Hallo. Guck mal, jetzt sehr haben die Kollegen sogar extra die Mikrofone getrennt. Und wir küssen uns alle. Du kannst ja gerne. Ich hätte gerne. Okay, schau. Jetzt geht's schon. Jetzt geht's schon wieder. Wie, dieser Spagat, spinnst du? Wie geht denn das? Das habe ich ihm beigebracht. Ja, alles von Katrin gelernt. Wie geht denn das? Das geht doch, als gäbe es keine Schwerkraft. Ja. Wie geht das? Verbrenn dir nicht die Füße. Komm, nochmal, Zugabe. Warte mal, warte, alle gucken hin. Also, 3, 2, 1. So, und dann? Wie geht das? Außer, dass du natürlich mega in Form bist. Wie macht man das? Hast du? Ja, also das ist alles Trainingssache. Ich meine, man kann alles erreichen, wenn man wirklich hart viel trainiert. Ich meine, ich, bevor ich bei Let's Dance angefangen habe, ich war ein Anti-Tänzer gewesen. Ich war immer der, wenn so eine Party war, mit einem Schluck Wasser in die Ecke saß und gar nicht getanzt. Also Ramon kennt mich. Ja. Und dass ich jetzt irgendwie hier tanze, das ist für mich eigentlich unbeschreiblich, aber trotzdem ein geiles Gefühl, die Chance zu bekommen. Ja. Und ich habe natürlich die beste Partnerin an meiner Seite. Fünffache Weltmeisterin, ja. Wirklich. Also ohne Katrin wäre ich auf jeden Fall nicht so ein Tänzer geworden. Also, du hast Ninja Germany gewonnen und bist natürlich in Megaform. Dann hat RTL angerufen und hat gesagt, René, Let's Dance. Dann wird zugeteilt, wer wen bekommt. Und jetzt muss Katrin die Wahrheit sagen. Wusstest du schon gleich, der junge Mann hat Talent? Merkt man das von Anfang an? Ich wusste nicht, ob er Tanztalent hat oder nicht, aber ich habe natürlich gewusst, dass er artistisch sehr, sehr gut drauf ist und dass wir da einiges zusammen machen Ist das können. Schon immer eine gute Voraussetzung, ja? Es ist mal was anderes. Ich würde sagen, sowas hat es bei Let's Dance noch nie gegeben. Und ich hatte da richtig Bock drauf, da mal zusammen was Neues zeigen zu können. Ja. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und wann machst du mit?
Ich sag mal so, ich sag niemals nie. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich sag immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich würde sagen, wir tanzen dann erstmal. Nee, aber du brauchst ja einen Profi. Das ist ja immer. Du bist doch ein Profi. Nein, aber nicht beim Tanzen. Wollt ihr jetzt sehen, dass wir tanzen nein, oder was? Ja! Geh wieder. Ihr seid. Tanzen! Ihr seid. Bedien dich bei mir, ja. Denn mein Herz. Und was dazu gehört, ist dein. Komm und bedien dich bei mir. Ich weiß, ich werd mit dir im Himmel sein. Yeah! Yeah! Aber jetzt mal ganz im Ernst, dass man immer noch singen darf, komm und bedien dich bei mir. Ich dachte, ich stünde schon längst auf dem Index und ich bin froh, dass es nicht so ist. Ihr seid Cousins. Schaut mal, ihr müsst mir das jetzt einmal klären. Ich bin Einzelkind. Okay. Was ist denn Cousins? Was Cousin? Naja, was, also was bedeutet das? Also sein eure Papa, Väter sind Brüder? Sein Papa und meine Mama sind Geschwister. Ach, so rum. Genau. Das heißt, ihr kennt euch also wirklich von hier? Richtig, so sieht's aus. Ja? Und? Wirklich auch eng oder nur, weil ihr jetzt zufällig vor der Fernsehkamera seid? Alles gefaked für die Kamera. Nee, also Ramon ist auf jeden Fall einer oder mit der einzigsten von meinen Cousins, der tatsächlich auch immer nach Ungarn oder Spanien fliegt. Also ich bin ja immer im Ausland und mich dann zum Geburtstag besucht. Ja. Und wir sind sehr, sehr eng. Und wir machen also eigentlich viel gemeinsam, also auch Spaß haben, Fußball spielen, Tischtennis, also alles drum und dran. Ja, da hat zwar überall keine Chance, aber dafür ich nicht im Tanz. Burschis, Tischtennis bin ich richtig gut. Das müssen wir dann doch mal sehen, doch oder? Das wäre doch mal eine mega abgefahrene Challenge. Ich habe meine Tischtennisschläger tatsächlich immer im Auto. Und ich habe meine Tischtennisplatte, die ich nicht mehr brauche, weil ich hier nicht mehr wohne, dem Team geschenkt, die steht auf dem Hof. Wir machen irgendwann im Fernsehgarten den großen Tischtennis-Fernsehgarten. Er spielt mit freiem Oberkörper. Und ich darf das sagen. Und du, heute ist die und du gewinnst da nicht, weil der Oberkörper frei ist, ne? Oder abgelenkt bist. So, erzählt, was sind die Pläne? Wie geht's weiter? Was wird das für ein Sommer, Katrin? Also ich habe mit meinem anderen Tanzpartner im Juli Weltmeisterschaft. Du hast noch einen anderen Tanz. Gehst du meinen Cousin fremd? Drückst mich? Gehst du mit? Ja, liebe Grüße an Vadim. Gehst du mit meinem Cousin fremd? Was? Und wir gehen auf Let's Dance Tour im November zusammen. Freue ich mich sehr. Ist immer ein Riesen. Also die Hallen sind ausverkauft. An dieser Stelle liebe Grüße an Mozzi, an Joche und natürlich an Joachim, das Biest Lambi. Bei dir, wie geht's weiter? Also ich bin offen für alles. Ich sag mal so, ich liebe dieses Performen vor Publikum. Ich bin Artist in der 7. Generation und das ist einfach meine Leidenschaft. Mein Herz brennt für Shows. Ja. Dass ich jetzt tanzen darf, ist was ganz anderes, aber ich liebe es trotzdem und ich hoffe, dass ich noch die Chance bekomme, mit Katrin viel, viel mehr Auftritte zu bekommen. Dreimal Holz und Ramon? Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt mithalten kann bei den ganzen Vorstellungen, die ihr so habt. Wir können auch ein paar akrobatische Sachen zeigen. Wir können so viel. Ja, komm, mach eure Seite. Diese Kombi aus Tanz also, und Leistung. Ja, bitte, zeigt uns auch was zusammen. Was wollt ihr zeigen? Ja, okay. Wenn er schon so antießt, ne? Okay. Ich gebe dir das einmal kurz hier. Ach, je, jetzt bin ich ja gespannt. Darf ich euch einzählen? Nein. Aber Katrin muss auch was machen. Ich zähle euch ein. Was ist mit dem In-Ear? Genau, gib mir lieber, ich heb alles auf. Gut. Gut. Aber ihr macht nichts, was ich... Ready? Ich zähle an. 5, 6, 7, 8. Ja, ich warte. Komm her. Ja, mach. Katrin muss natürlich auch was zeigen. Da, Katrin, du bist auch dran. Wow. Excellent. René Casselli, Ramon und Katrin Menzinger, fünffache Tanzweltmeisterin. Tausend Dank. Dankeschön. Okay, bei uns gibt's gleich einen mega Rekord. Und zwar. Nein. Die Stylistin hat extra gesagt, Kiwi, immer schön die Beine zusammenlassen, damit keiner unter den Rock gucken kann.
Also bei uns ist gleich Alexander Vogt. Der wird versuchen, einen Fernsehgartenrekord aufzustellen. Das Thema Salto passt ganz gut. Und er hat so eine Streichhölzer, also der hat diese Reibefläche unten an den Fußsohlen, macht einen Flip und entzündet damit die Streichhölzer.